Heute möchte ich mal was Neues ausprobieren. Und zwar weiß ich, dass ich heute um 16 Uhr fertig sein muss. Neue Challenge, so schnell wie möglich. Wenn es nicht mehr klebrig ist, könnt ihr loslegen. Erstmal wird gefilzt. Wenn ihr es zu früh macht, reißt ihr die Oberfläche auf. Ich denke, das ist machbar. Mittlerweile bin ich beim letzten Abschnitt der 600 Quadratmeter Innenfläche, die hier bei diesem Gebäude zu verputzen sind, angekommen. Die Einliegerwohnung Nummer 1. Geht oben noch ein Stückchen weiter. Und ich habe euch in mehreren Videos meine Tipps und Tricks zum Verputzen vermittelt. Meine Erfahrungen, meine Misserfolge, meine Schwierigkeiten. Und ich habe euch auch gezeigt, wie man mit Durchhaltevermögen und Willen bis an den Rand seiner Kräfte kommen kann. Heute möchte ich mal was Neues ausprobieren. Und zwar weiß ich, dass ich heute um 16 Uhr fertig sein muss zu einem Termin. Und möchte mal schauen, wie schnell ich verputzen kann. So langsam habe ich ein Händchen dafür bekommen. Sind ja auch mittlerweile jetzt schon fast 500 Quadratmeter, die ich gepackt habe. Und jetzt gucken wir noch mal, wie es mit dem Speed aussieht. So, und was mir als erstes auffällt, ist diese Krux hier. Man könnte natürlich sagen, hey, das lasse ich jetzt hier stehen und ich versuche da irgendwie hinterzukommen und so weiter. Völliger Blödsinn, das muss abmontiert werden, auch wenn es mich nervt. Ist das eine Angelegenheit von wenigen Minuten, die mir aber viel Zeit sparen wird. Bei der 24-Stunden-Challenge habe ich das nicht gemacht und habe es bitter bereut. So, wir starten auf der Seite und dann geht's hier ab, zack, bis da hinten hin. Also, dass ich alles bis 16 Uhr schaffe, das scheint mir unmöglich. Aber, dieser verdammte Ehrgeiz. Go! Let's party. Für Geschwindigkeit brauchst du auch ein Produkt, das dir leicht von der Hand geht. MP75. Habe ich wegen verschiedener Qualitäten gewählt, aber auch, weil er sehr leicht zu verarbeiten ist. Also für alle, die neu dabei sind, nochmal zur Erklärung. Wir stellen das Zellrad auf Automatik. Wir stellen die Wasserpumpe auf Automatik. Wir schalten an. Wir wässern vor. Wir schalten scharf. Es geht los. Die Konsistenz passt. Mörtelschlauch anschließen. Druckluft anschließen. Und ab geht's zum Speedverputzen. Immer schön das Material sauber machen. Ohne das saubere Material kriegst du keine Geschwindigkeit hin. Das ist schon mal klar. Zum Glätten. Sobald hier es nicht mehr klebrig ist, könnt ihr loslegen. Erstmal wird gefilzt mit dem Schwammbrett. Dadurch wird die Schlacke hochgebracht und es wird egalisiert in einem. Und die Schlacke könnt ihr dann gleich mit dem Flächenspachtel schön glatt verteilen. Hierbei braucht man genug Wasser. Immer schön Wasser nachholen. Ich weiß gar nicht, ob man da zu viel Wasser haben kann. Wir werden jetzt die ganzen Ritzen, die noch übrig sind, werden schön gefüllt. Die Huckel werden begradigt. Beim Abziehen habt ihr dafür gesorgt, dass die Wand gerade ist, dass keine Wellen drin sind und so. Jetzt kommen die Feinheiten. Wenn ihr es zu spät macht, ist es sehr anstrengend und dauert länger. Wenn ihr es zu früh macht, reißt ihr die Oberfläche auf. Wenn ihr es im richtigen Moment macht, dann ist das wie so eine Seife. Ah, ist das eine Wonne. Das wird so glatt. Hätte ich das von Anfang gewusst, dann frage ich mich, ob ich überhaupt hätte spachteln müssen. Das ist der Wahnsinn. Guckt euch das mal an hier. Da kannst du direkt streichen eigentlich. Ah, hätte ich es bloß gewusst. Naja. Es ist, wie es ist. Das war ein scheiß Fehler. Ich hoffe, dass mein Flächenspachtel keine Macke hat. Gott. Das kriegst du jetzt nicht mehr richtig sauber, nicht mehr schön hin. Sehr ärgerlich, sehr schade. Kann ich jetzt aber nicht mehr retten. Muss ich etwas später machen. Man darf sich dann an so einer Stelle auch nicht verewigen und versuchen, das zu richten und zu richten. Muss ein bisschen Zeit vergehen lassen.
dass das Ganze ein bisschen fester wird. Dann geht es nachher. Schön die Anschlüsse. Also diesen Glättungsprozess, den kann man ja x-mal machen. Und es wird bei jedem Mal besser. Kein Problem, hier viermal zu glätten. Ne? Ich habe jetzt die Zeit nicht bei den Mengen, die ich hier in diesem Haus machen muss. Aber wenn man eine kleinere Fläche hat, dann spart man sich das Spachteln. Ne? Immer schön über Kreuze abziehen. Horizontal, vertikal. Da ich sowieso spachtle, werde ich mich jetzt nicht mehr weiter hier verewigen. Und hier eine 1 gerade sein lassen. Problem ist, dass der Gips jetzt im Schlauch anzieht. Also nicht so viel Zeit. So geil mit dem Filzen zuerst. Hätte ich das schon die ganze Zeit gewusst. Aber ich habe leider erfahren, dass ich noch früher weg muss. Insofern kann ich nicht mehr sehr viel machen. Ich mache jetzt noch ein Stückchen und genieße es einfach, dass es so gut klappt. Wir haben hier also jetzt in der Ecke eine Schnellfußleiste hier und eine Schnellfußleiste hier. So nah an der Ecke, dass die Eckkelle geführt wird. Jetzt schaut mal, wie das wird. So geil. Schön nass machen. Und wieder schön genässt für das zweite Mal. Schön oben in der Ecke. Jetzt fängt man auch richtig an, die Ecke definitiv sauber zu machen und drücken. Darauf achten, dass links und rechts es sich nicht eindrückt, damit es schön gleichmäßig ist. Kann man mehrmals drüber fahren. Um das schön zu verteilen. Wenn das keine Ecke ist, diese Kleinigkeiten hier und da nicht verrückt machen. Nachher beim Filzen drüber, glätten. Perfekt. Übrigens, wir planen und bauen unser Haus von A bis Z in Eigenregie. Irre Abenteuer. Wenn ihr Bock habt, mehr davon zu erfahren und nichts verpassen wollt, abonniert gleich mal. So Leute, das war's. Ich muss los. Knappe 24 Quadratmeter, 12 Säcke, A 30 Kilo, MP75, also 360 Kilo. Und ich habe die Maschine jetzt auch komplett sauber gemacht und bin fix und fertig. Und das gibt euch mal eine gute Idee, wenn man sich beeilt, wie viel ich schaffen kann und wahrscheinlich dann auch ihr. Achtung, beim Putzen heißt beeilen, nicht husch husch und heißt auch nicht Hektik. Das heißt einfach nur stringent durchziehen, keine Fehler machen. Das nimmt nämlich am meisten Zeit in Anspruch und ein sauberes Resultat abliefern. Das zeige ich euch morgen mit mehr Licht. Wir sehen uns morgen. So Leute, the day after. Das ist die Wand, die ich gestern verputzt habe. Bin sehr zufrieden mit dem Resultat. So Kleinigkeiten wie das hier, das geht ruckzuck dann beim Schleifen und Spachteln weg. Also ihr seht, das ist, ich weiß nicht, inwieweit ihr das jetzt hier sehen könnt. Einwandfrei, schön gerade. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Natürlich stellt sich mir die Frage, könnte man die ganzen Wände nicht einfach nur verputzen, schön glätten, mehrmals glätten und sich dann das Spachteln sparen? Ja, ich glaube, das ist möglich. Ich denke, das ist machbar. Und das haben ja auch die Profis hier in den Kommentaren immer wieder gespiegelt. Ist es für einen Laien machbar? Also bestimmt nicht bei den ersten Quadratmetern. Oder sagen wir mal, nicht, wenn du solche Massen machen musst, wie ich hier 600 Quadratmeter Innenputz. Also wenn du jetzt eine Wand, ich weiß nicht, 10 Quadratmeter und das ist dein Projekt, das kann man hinkriegen, so wie ich es euch gezeigt habe. Und dann machst du das nicht einmal, sondern dann machst du das 2, 3, 4, 5 Mal. Dass du mehrmals mit dem Flächenspachtel drüber gehst. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man nicht nur beim ersten Mal, sondern bei den weiteren Malen auch immer wieder zwischendurch filzt. Wäre mal interessant, was die Profis dazu sagen. Am Anfang der Verputzarbeiten hier im Haus wusste ich das noch gar nicht. Also habe ich es erst relativ spät jetzt integriert und habe insofern erst insgesamt vielleicht 80 Quadratmeter Erfahrung mit diesem Filzen vor dem Glätten. Jetzt ist die Frage, kann man es in 100% der Fälle bei den Wänden so garantieren? Wie groß ist der Aufwand, um das schon beim Verputzen hinzubekommen?
Das ist natürlich dann schon Friemelarbeit beim Groben. Das Verputzen ist eine grobe Arbeit, das Glätten und das perfekte Glätten ist eine Feinarbeit. Und ob man das miteinander so verbinden sollte, in einem Arbeitsgang, du musst ja auch immer bedenken, du musst ja hinterher die Maschine noch sauber machen und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die ineinander greifen. Wenn du alleine arbeitest, hast du nicht diese zeitliche Luft. Das ist schon sehr viel auf einmal und bedeutet dann in sich wieder eine Anstrengung und einen Aufwand. Da ist es doch dann schon easy. Ja, man glättet schön, so wie es jetzt hier der Fall ist. Dann schleift man einmal drüber, dann packt man mit dem Airless-Gerät die Spachtelmasse auf, glättet das schön, dann schleift man darüber nochmal und dachte, wirklich eine super Wand. Ich habe ja noch nicht gespachtelt, insofern, das wird sich erst noch zeigen, aber ich glaube, dass diese Arbeitsteilung des Groben und des Feinen, also sprich das Grobe, sorgt dafür, dass die Wand in der Flucht ordentlich ist und dass sie im Wasser ist. Dass einfach die Gesamtheit der Wand schön hast. Das ist die Aufgabe des Verputzens, meine ich. Das ist sowieso klar, aber ich denke, darauf könnte man es sich auch beschränken lassen. Und das Feine, das Spiegelwerden, ja, wenn man das will. Es gibt ja auch durchaus Situationen, wo man sagt, ach nee, ich will da eine Putzstruktur drin haben. Kannst du ja auch machen mit Gips, ne? Ja, dann ist das natürlich noch easier. Dann sind auch so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar kleine Wellen oder so nicht so dramatisch. Aber wir wollen es eben glatt. Die Daniela möchte glatte Wände. Also kriegt sie glatte Wände. Und deswegen ist dann die zweite Aufgabe des Perfektionierens meines Erachtens gut beim Spachteln aufgehoben. Ich kann sagen, dass das Putzen für mich ursprünglich die größte Sorge war und dass es mittlerweile wirklich eine Freude ist zu verputzen. Es ist körperlich, es ist handwerklich, aber es ist auch ein schönes Resultat. So, und ich habe also hier, muss mir das nochmal genau anschauen, ich blende es euch dann nochmal ganz korrekt ein, glaube ich 4 Stunden für 24 Quadratmeter gebraucht, inklusive Glätten, das kann man glaube ich nicht zu haben. Weiter geht's. Übrigens ist das nicht das einzige Gewerk, was wir hier im Haus machen. Für die, die neu sind, wir planen und realisieren unser Haus von A bis Z, wirklich in Eigenregie. Und wenn ihr Bock auf mehr darauf habt, um euch zu inspirieren, aber auch einfach nur, um es mitzuerleben, dann vergesst das Abo nicht, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Bis dann.